Oder? Da sind wir beim nächsten Spiel. Und wir haben den nochmal dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Burn gegen nochmal Golgari Chains wie letzte Woche. Ihr habt euch verdient. Ja, die beiden haben sich hart verdient. Ihr merkt schon, aktuell wird bei uns in Siegen nur High Meta gespielt. Ja, also so in Meta waren wir noch nie. Also das ist wirklich krass. Dementsprechend seht ihr hier halt auch viele Dinge, die ihr sonst nirgendwo seht. Ja. Muss man das, auch dabei was sagen. Ist halt leider wirklich so. Ja, das ist immer ganz lustig, weil ich den Leuten halt teilweise keine Decktext dazu anbieten kann, weil das Ding halt so weirde Stuff-Dinger sind, die ich halt nie nachbauen kann. Ja. Ich habe nicht mal Burn. Ich habe davon auch, glaube ich, nichts. Lightning Bolts. Swift Spears. Chain Lightning. Swift Spears. Swift Spears. Price of Progress, 2 für Stelver. Ja. Grief. Okay, Grief macht halt auch nicht so viel. Du nimmst halt... Ich finde sowieso, dass Chains so ein schlechtes Matchup dagegen hat. Ja, generell Scam. Ja, also Scam generell. Also generell wenn du einen Scam halt. Burn siehst, dann willst du halt auch schon reiern. Ja. Du reanimierst den Troll und hast dem 2 Bolts geschenkt. Ja, Dinge, die du nicht tun möchtest. Ich nehme übrigens den einen Bolt, nicht den anderen. Mhm. Oh Gott. Der Reanimate, nochmal 4 Damage rein. Das untere, ist das ein Price? Nee, das ist dieses... Dieser Card Draw, ne? Festivities. Nee, irgendwas mit die Dinge stürmen, glaube ich. Ah, hier, die Bühne stürmen. Ja, irgendwas so. In der Richtung heißt es, glaube ich, genau. So, Beat für 2. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das für ein Golgari-Spell ist. Ach, der ist Golgari. Ist irgendein Golgari-Spell. Es wird wahrscheinlich letzte Woche uns jemand unter die Kommentare geschrieben haben, wir haben es nicht gelesen. Sorry. genau, hier wird er auch gelesen. Ja, genau, lest den. Laut mal laut vor, bitte. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber finde ich gut, dass man hier schon mal die Assassin's Creed-Kappe reinhält. Ja, für die kommenden Assassin's Creed-Gameplays, die wir haben werden. Ach, die Wastelands sind ja auch richtig gut, ey. Darkrit? Was passiert denn jetzt? Ja, noch ein Reef. Light up the stage und den Spieß umdrehen. Ja. Lutz macht halt jetzt auch wenig, ne? Zieht halt nur Karten. Boah. Und das nicht mal für einen Mana. Nö. Also ist Impulse Land Draw halt. Und einen Screw the Critics. Oh. Screw the Critics kriegt den Dings weg, ne? Ja. Hm, schlecht. Ja, haut's uns einmal zu. Komm, do it. Was wird hier gemacht? Wird hier vielleicht reanimated? Oh, ich glaube. Boah, das wäre so schlecht. Das ist ein One Ring in der Hand. Das ist schon mal nicht so bad. Uff. So, wird das Land gespielt. Dann. Ah ne, Skullcrack ist das. Skullcrack, ja, die geht nur ins Gesicht. Ja, die ist ziemlich gut gegen hier One Ring. Echt? Ja, klar, weil es halt, ich glaube, jedem Gegner 3 Schaden schießt. Oder ist ein Damage? Ich weiß es nicht mehr. Im Notfall kannst du selber 3 ins Gesicht schießen, damit der One Ring trotzdem angreifen kann. Das ist ein Problem. Wenn der reinkommt, ist halt wirklich ein Problem. Land opfern, Schutz geben, ne? Ja. Musst halt dann auf jeden Fall 2 Zauber drauf. Auf jeden Fall Fireblast. Fireblast, schon mal mit. Das andere ist das Not Skullcrack, glaube ich. Boah. Naja, also man kann jetzt so den Skullcrack ballern. Screw the Critics. Skullcrack, Screw the Critics und Ding sind 10 Damage. Fehlt ein Damage. Mathe macht's möglich, ey. Ja. Wenn der gleich fetchen geht, ist er... Der ist so. Der erlebt den Tag nicht mehr. Ah, nee, es ist kein Skullcrack. Was ist das? Irgendein anderes Kram-Ding. Was irgendwie 2 Damage macht für 2? Aha. Nee, 3, noch 2 Damage für 3. Hä? Ach Gott. Ich habe keine Ahnung, was da für lustige Burn-Spells drin sind. Die Hüllen sind hübsch. Ja, das ist richtig. Generell ist ja immer mehr dieser Trend zu diesen selbstgedruckten Hüllen. Ja, finde ich ganz witzig. Die sind schön. Also bei uns sieht man die ja öfter. Ja. Und dann sind die schön personal. So. Damage. Top Deck Win. Lord, Fireblast. Bam, Junge. Bam. Ins Gesicht. Burn wins. Ja, das ist halt das Problem, wenn du dir selber Lebens wachst. Das ist richtig. Ja,
Werbung. Einmal Werbung. Vielen Dank für alle meine Patrons, dass ihr mich unterstützt, dass ihr mir monatlich etwas bereitstellt und mich dort supportet. Wenn ihr das auch tun wollt und könnt, schaut mal vorbei. Vielleicht ist das was für euch. Wenn nicht, abonnieren, liken und so. Hilft auch. So. Burn mit einem Mulligan. Ja, das Burn ist schon mal Mulligan. Gut für Chains. Ja, das ist richtig. Sideboarding ist, glaube ich, bei Burn kann man ein bisschen so Grave Chitate reinnehmen. Jo, so ein Grave, das Cage oder so. Ja, so ein Cage ist, glaube ich, ganz gut. Bei Chains? Ich glaube nicht, dass da irgendwas drin ist, das irgendwie gegen Rot hilft, weil man nimmt vielleicht einen Chill. Ein Chill, ja, das könnte manchmal sein. Manchmal spielt man ja so einen Chill, auch gerade gegen Moon Prison und so weiter, kann so ein Chill schon ganz cool sein. Aber ansonsten... Ja, bisschen Removal vielleicht für die Dinger, aber... Ja, du kannst also, halt ein paar Reanimates cutten und Removal rein. Ja, du willst die Reanimates, glaube ich, auf jeden Fall cutten. Und dann hast du noch... Also auf jeden Fall der... Der Sylvan Safekeeper auf der Hand, das ist schon mal ganz gut. Yep. Der ist gegen Burn ziemlich nice. Vor allem, wenn man fast eine Combo hat. Das stimmt. So, da haben wir Mountain, haufenweise Bowls. Okay, worauf geht man? Warum maligert man so eine Hand weg? Das war ein Land und Grave vier Bowls. Gravehate? Ja, aber wie gesagt, Chains ist nicht so wichtig, dass man da Grave Chat hält. Ja, aber wenn man jetzt nur den Reanimate-Plan gesehen hat. Ja, das ist richtig. Ich vergesse manchmal, dass wir in so einer perfekten Auge von oben herunterschauen und ja auch wissen, was die Leute spielen und tun und so weiter und so fort. Ja, und dann, wenn man halt nicht weiß, was der Gegner spielt und nicht vorher gescoutet hat. Ach du Scheiße, was ist das denn? Da ist ein Land bei, ne? Sind zwei Land, Skullcrack, Fireblast, Eidolon. Eidolon ist halt nice. Ja, Skullcrack, Fireblast können runter. Und da kommt der Safekeeper. Go! Der ist halt stabil. Was ist das denn? War das eine Leyline? War das eine Leyline? Das ist eine Leyline, oder? Ja. Ist das auch das, so was man Mulligan wollte, ne? Ja. Oh, ja, schön, da kann der Gegner auch noch eine Hand. Ja, das ist so der. Hier merkt man den Frust von Burn. Ja, ja. Deshalb ist Burn manchmal gefrustet. Wenn der Goblin Guide dem Gegner nur Länder gibt, dann ist ja, das schon und echt du, und du Turn 1 die erstmal die scheiße Leyline nachziehst, nachdem du zwar versucht hast, drauf zu mulligen. Und du wirst die ist halt total nutzlos. Ja, ne? Die wirst du halt gar nicht mehr los. Es gibt irgendwie noch Burn-Spieler, die tatsächlich hier Fireblast, nicht Fireblast, so einen roten spielen, die man manchmal im Dread spielt, wo man x Zielen, x Schaden zufügt. Ach jo, und da musst du Karten abwerfen. Genau, da kann man irgendwie so zwei, drei Handkarten abwerfen und mal halt so an drei Zielen drei Damage schießen. Das ist schon mal ganz nett manchmal. Ist aber eine Dragonfire, oder? Nee. Okay, Ding. Aldred. Combo. Grief. Ah, Grief. Leyline. Der Nachtzone Leyline. Ist das eine Leyline? Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine das Leyline ist. Das sieht gealtert Art aus. Ja. Die geht und dann ist da noch ein Ding, das war's. Ja, Eidolon geht, weil Eidolon nervt. So gut. Jetzt die Länder, die man nicht braucht. Und dann Hauptmann für zwei. Ja, den hätte ich mir, glaube ich, aufbewahrt, den Spell. Aber man hat halt sehr viel mit Spektakel drin. Ja, und Swift Spear. Genau. Also Spektakel ist ja halt das, wenn man vorher mal Damage gemacht hat. Und dann kosten die teilweise auch nur einen. Heißt, Light Up the Stage kostet dann auch nur ein rotes. Genau. Deswegen ist es manchmal ganz gut, es zu haben. Oh, da war eine rote Leyline. Petal. Petal macht Mana, ist aber kein Land. Richtig. Und da kommt ein Bowmaster. Ping Block. Ping Block. Oder? Ja, Ping Block. Ping Block. Pew. Er wird einfach conceded. Okay. Einfach conceded. 1-1, aber echt unehrenhaft. Yo. Ist das so geil. Boardest du jetzt anders? Weiß ich nicht. Die rote Leyline ist halt super witzig gegen Scam. Rote Leyline? Yo, immer wenn du oder ein rotes Permanent ist, das du kontrollierst, Ziel vom Zauber der Fähigkeit wird, schießt die Schaden.
Uff. Das ist halt richtig geil, wenn du die halt early hast. Uff. Und also Turn 0 rauslegen kannst, der dich dann scammt und erstmal 2, 3, 4 Damage bekommt. Mhm. Und dann will er halt removen und kriegt die ganze Zeit Damage dafür. Das ist echt cool. Das ist ein guter Start. Swiftspear, go. Jo. Dann wird er einmal gegrieft. Ich kann es auch einfach nicht mehr sehen. Ja, kein Grief Wunder, dass ich die ganze Zeit prognostiziere, dass Grief demnächst einfach gebannt wird, wenn ich sowas immer wieder sehe. Jo. Oh, Junge. Da ist ein Land, ein Lava-Spike und mal noch ein Spell, ne? Ja. Ne, ich glaube noch ein Land. Und natürlich erstmal die Leyline gezogen. Die Guck mal Frust. Hier. Ne, ist ein Fetchland. Okay, gut, dann kann man sogar damit arbeiten. Trigger, Beat. Beat, Trader bieten. Nicht geblockt, gehen wir auf 10, krass. Ui, das, puh. Das ist schon ballsy. Das ist wirklich ballsy. Außer natürlich, man hat irgendwas in der Hand, um den Zwölfspiel loszuwerden. Hat man auch in Burn jetzt die Surveillander sehen? Dann müssten die Fetchländer spielen. Ja, tun die ja. Ja, so ein oder zwei nur. Da ist ja eins sogar auf der Hand. Ich glaube, das ist sogar das Surveilland. Echt? Ich glaube, ja. Welches? Rot-Schwarzer. Damit du sowas wie Surgical oder vielleicht sogar die Leylining mal casten könntest. Du brauchst auch zwei davon. Stimmt, das ging. Ja. Hm. Die Surveillander geben dir halt so viel Power in Farben, die... Ja, die sind halt irgendwie so... Die waren halt so underwhelming und dann auf einmal sind die durch die Decke. Ja. Dann sahst du sie überall. Ja, die siehst du auch überall. Die kosten halt nicht mehr die Welt. Also sind ja echt noch runtergegangen. Wieder zum Glück. Aber die sind halt schon... Ist das Spin to Win? Das ist auf jeden Fall ein One Ring. Nee, das ist, das ist das Land, das man top. Das wird eine Karte ziehen. Ja, Mountain gezogen. Jetzt ist wahrscheinlich Chains Go. Da kannst du natürlich auch ein Removal haben, ne? Geht für 3. Oder? Removal wäre halt stark. Da war auf jeden Fall ein... Ich glaube, da war kein Chains auf der Hand. Da war mal ein Petal. Das ist ein Troll-Cycling. Das ist halt auch nicht so geil. Da ist doch, da ist ein Chains. Dann Janes. Just do it. Thailänder. Buh, Burn zeigt sich hier von der ganz schlechten Seite. Auch wenn Burn immer noch im Deck ist und ich glaube aktuell sehr gut aufgestellt ist gegen so ein Kombo-Kram mit Blast. Da habe ich gewonnen. Schon. Ja, dann targetet man sich 50 Millionen mal selber, macht 50 Millionen Damage und dann hat Golgari Chains gewonnen. 2-1 für Golgari Chains. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.